Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema, oft sehr oft gestellte Frage und manchmal, oder was heißt sehr oft auch falsch gemacht. Das Thema, ich möchte Muskeln aufbauen, ich möchte ein Sixpack haben, ich möchte Fußball spielen, ich möchte freiklettern, ich möchte noch Mountainbike fahren und so weiter und so fort. Zusätzlich natürlich zu dieser Ansage noch, ich nehme aber nicht zu und ich baue nicht auf, ich esse schon sehr viel, aber es passiert nichts. Grundsätzlich meine Erfahrung aus den letzten knapp 30 Jahren Betreuungstätigkeit ist folgende. Das ist immer wichtig, dass man hier natürlich nicht nur irgendwelche Studien zitiert und selbst das Ganze noch nie erlebt hat, dann kann man es nämlich auch selbst überhaupt nicht beurteilen, beziehungsweise auch selbst natürlich eben niemand beraten hat oder eben nur ein ganz kleiner Anteil oder nur für 5 Leute. Da wird es ganz schwierig, sich darüber ein Bild zu machen und eine Aussage zu treffen, sondern die Aussagen, die ich treffe, ist natürlich schon so, dass ich natürlich auch Studien lese, so ist nicht, aber auch meinen gesunden Menschenverstand einsetze und man gucke so, was in den letzten knapp 30 Jahren so passiert ist. Und da stellt sich folgendermaßen raus. Wer zum Beispiel in der Woche 3 bis 4 Mal ins Fitnessstudio geht, dann auch ein hochintensives Training absolviert, teilweise bis zu 1,5-2 Stunden, dazu nochmal in der Woche, klar, Freizeitverhalten, Samstag, Sonntag, mal 2-3 Stunden Mountainbike fahren geht, dann spielt er noch in der Fußballmannschaft 2-mal die Woche, beziehungsweise einmal Training, einmal Fußball, ein Spiel oder 2-mal Training, 1-mal Spiel. So, und er hat natürlich ein gewaltiges Problem. Erstens mal regenerativ, weil hier ist natürlich mit Regeneration relativ wenig gegeben. Und natürlich auch nährstofftechnisch, weil wenn der natürlich noch einen guten Stoffwechsel hat, beziehungsweise einen verschwenderischen Stoffwechsel hat, dann verbrennt er hier natürlich Mengen an Material, die lassen sich so fast nicht mehr nachschaufeln. Das heißt, hier wird natürlich Muskelaufbau in größerem Sinne nicht stattfinden. Somit wäre es ganz wichtig, dass man folgende Regel einhält, und zwar Prioritäten setzen, nicht auf verschiedenen Hochzeiten zu tanzen, wisst ihr ganz genau, dass es nicht funktioniert. Ihr habt natürlich Vorstellungen, ja, ich will leistungsfähig sein, ja, ich will ein Sixpack haben, ja, ich will tolle Arme haben, ja, ich will ein breites Kreuz haben. Ihr habt natürlich viele Wünsche auf einmal, aber diese Wünsche lassen sich eben nicht auf einmal erreichen. Das geht nicht. Da müsst ihr ganz klar Prioritäten setzen und sagen, was ist mir wichtig. Macht eine Liste und schreibt auf, was ist mir wichtig mit Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Und da gebe ich jetzt euch einen Tipp. Das, was oben als allererstes steht, das hat die höchste Priorität, das ist euch als erstes eingefallen. Und genau darauf solltet ihr euch konzentrieren und genau darauf solltet ihr euer Training auslegen und eure Verhaltensweise auslegen und eure Ernährungsweise auslegen. Und genau wie ihr das macht, wenn ihr nach Prioritäten arbeitet und nicht 5 Hochzeiten gleichzeitig feiern wollt, kann ich euch garantieren, dass ihr definitiv Erfolg haben werdet. Also, Punkt. Haltet euch an Regeln. Legt euch eine Prioritätsliste an und ihr werdet euer Ziel erreichen, garantiert. Das war's, Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Mein Tipp für deine Prioritätsliste war meine Aufgabe. Und du sollst dir Gedanken darüber machen.